So, und damit herzlich willkommen zu Workers and Resources Soviet Republic am Montag. Krasser Übergang gerade, oder? Dann circa 4 Kubikmeter wahrscheinlich pro Tag. 4 Liter, Kubikmeter. So, was wollten wir denn eigentlich machen? Naja, wir waren letztes Mal hier in der City. Jetzt überlege ich gerade. Kubik, okay. Jetzt überlege ich gerade, ob es schlau ist, hier in der City weiterzubauen oder wirklich anfangen, hier einen Flughafen zu basteln. Andererseits müssten wir hier drüben ja auch noch weiter Leben einhauchen, ne? Okay, das ist ein Checkpoint, das passt soweit, das ist okay. Und das hatten wir ja nur gehabt als Anhaltspunkt, das kann mal weg. Frage muss sein, wie machen wir das jetzt? Flughafen-Straßenverbindung. Da bin ich auch noch nie so richtig hundertprozentig mit klargekommen, was das eigentlich genau sein soll. Ist das die Verbindung zum Dings hier? Ja, damit komme ich nicht so ganz klar mit diesem Ding hier. Flughafen-Straßenverbindung. Da bin ich immer so ein bisschen Schiffsanleger klein. Das kann ja auch nicht irgendwie sein. Das hört sich auch so komisch an. Flughafen. Warte mal. War das? Das war unter. Flugzeugparkplatz? Nein. Wo war das jetzt? Wehe, man sucht was, ne? Dann sieht man es wieder nicht. Das gibt's doch nicht. Ich hatte doch den Tag. Da sind die ganz normalen. Tower hatten wir. Kirche. Nicht Kirche, Tower. Kontrollturm. Da haben wir auch diverse Kontrolltürme. Klein. Semi-Automatic ATC. Okay. Okay, 60 Kubik. Krass. Deswegen, ich wundere mich da total. Medium ATC, was ist denn das hier? Ist das... Sind das irgendwelche... Was sollen die denn machen? Heißwassertank? ATC. Kontrolltürme sollen das sein. Das sind aber ganz merkwürdige Kontrolltürme. Die sind klein, ne? Okay, fangen wir mal an. Irgendwie jetzt. Wo bist du jetzt? Flugzeugparkplatz? Nein. Das lief unter Plattform Station. Vor allen Dingen auch, ne? Schiffsanleger klein. Das ist, hört sich irgendwie total komisch an. Schiffsanleger für einen Flughafen. Aber das ist auch komisch. Brutalist Airport. Volokta Station, CVS, Airport Terminal EF. Mann. Mann, jetzt läuft mir wieder die Nase, ich werde irre. Ach, die hier. Aber die sind zu groß. Guck dir das mal an, ey. Das ist hier, das ist nur der Airport.
Also das Dings ja. Maxi, nein, wir gehen noch nicht. Viel zu groß. Können wir nicht nehmen. Compact Passenger Heliport. Airport without inscription. Was ist denn das? Was ist denn without inscription? Left linear. Dann haben wir die großen Dinger. Without inscription. Ich habe keine Ahnung, was inscription bedeutet. Bahnsteig. Ja, welchen nehmen wir denn jetzt? Das ist die Frage. Rail Station, Volokta Station, Schiffsanleger klein, klein. Brutalist Airport, der würde ja gehen. Drahtmodell, mal ganz kurz anmachen. Vor allem, ich muss mal warten, bis es Tag wird. Ja, da könnten wir ja... Wir müssen ja auch gucken. Ah. Airport Terminal CBS. Tramstop. Wenn die Dinger nämlich so riesengroß wären, ne? Dann wäre es ja richtig schön, aber sie sind einfach zu groß. Passenger Heliport. Was heißt denn Inscription, ey? Moment, ich muss mal... Google Übersetzer, was Inscription bedeutet? Onkel Google macht das, Sekunde. Inscription Deutsch. Inschrift. Without Inschrift. Ohne Inschrift? Hä? Was soll das bedeuten? Fragezeichen. Jetzt habe ich Schnupfen. Wisst ihr, pünktlich zum Stream krieg ich Schnupfen. Es ist wieder die wahre Pracht, ey. So, warte mal, ganz kurz. Also, das wäre dann der. So richtig optisch gefallen tut mir das Teil aber nicht, ne? Radial, der hier wäre, das wäre schon eher so mein Ding. Das ist der Name des Flughafens, fehlt, nehme ich an, okay. Schon eher hier so mein Ding, terminaltechnisch, aber viel zu groß. Passt nicht so ganz von der Größe her. Old Passenger Terminal, der ist ein bisschen klein. Also so richtig burnen tut es mich gerade nicht hier, muss ich ehrlich sagen. Bahnsteig, Bahnsteig. Bahnsteig, Bahnsteig. Gucken wir echt mal, was Vanilla zu bieten hat. Vielleicht haben die hier irgendwas Interessanteres. Schiffsanleger klein. Naja, das soll ja nur ein Hobbyflugplatz werden. Da passt es ein kleiner. Ja, die Frage ist, soll es nur ein Hobbyflugplatz werden oder nicht? Weil, andererseits, na, wie Colonel Hogan schon anmerkte, auf zukunftstechnisch
eventuell gehen. Schon mal von vornherein, weißt du? Deswegen. So, wir nehmen mal einfach das Original. Scheiß drauf, wir nehmen das Original. So, warte mal. Frachtterminal braucht man nicht. Flughafenterminal. Na, dann reicht der Platz auf keinen Fall. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Sag mal, wie war denn das jetzt? Flughafenterminal, der muss doch hier angeschlossen werden, ne? Genau. Der muss hier dran. Oder war das mit der... Warte mal, oder musste der... dran an die Dings, an die Rollbahn. Ich glaube, die Rollbahn muss da hinführen. Ich mache das so selten, das ist das Problem. Da habe ich nicht drauf geachtet, wie lang die Landebahn ist. Flugabstellplatz, das sind die Parkplätze. Die Flughafen-Straßenverbindung, da weiß ich nicht, was das sein soll. Ganz ehrlich. Ob die Rollbahn zu den Passagieren, das Terminal ist das Vorgebäude. Die Rollbahn zu den Passagieren, okay. Das Terminal ist das Vorgebäude. Und diese Straßenverbindung ist... Diese Flughafen-Straßenverbindung, wo kommt die hin dann? Einfach hier ran mit dem Terminal oder was hier? Also an dem, Dingsbums. Rollbahn. So, die können wir ja mal... Ich baue das halt so selten. Warte mal, das wird so nicht gehen, glaube ich nicht. Bisschen Platz lassen. Das ist ein privater Zugang für die Privatjets. Okay. Können wir dich da in gerade rüberpacken? Ah, verdammt. Es wäre schön gewesen, wenn es in gerade gehen würde. Tut er nicht. Kacke. Fängst ja schon wieder doof an, ne? Ich würde es gerne gerade hier ranpacken. Aber nö. Macht er nicht ganz. Okay. Jetzt. Warte mal. Jetzt brauchen wir die Flughafen-Terminals. Und der muss hier ran. So, und dann brauchen wir die Rollbahn, die hier drauf führt, ne? Genau. Es ist ärgerlich, dass das hier nicht gerade ist. Es ist so... Oh. Da fängt nämlich das alles schon an. Schon bleibst du wieder zu eng hier. Das war mir okay. Das ist okay hier. Das kann so sein. Das ist mir wurscht hier. Das passt. So, den haben wir. Jetzt sehen wir zu, dass wir Flugabstellplatz, Frachtterminal haben wir nicht. Flughafenterminal, 3 von denen, das ist okay. Flughafenstraßenverbindung. So, den haben wir auch. Jetzt brauchen wir den Kontrollturm. Weil ich den jetzt irgendwie zu mickrig finde. Warte mal kurz. Mach mal volle Pulle.
Finde ich den hier schon irgendwie besser. Irgendwie passender. Einmal Hubi, Platz und Feuerwehr. Ja, kommt noch, kommt noch. Aber normalerweise müsste ich den ja eigentlich hier hinpacken, oder? Da kommen die ja... Und dann müssten es hier hinpacken. Da würde es auch gehen. Wenn wir den Berg noch weiter wegnehmen. Machen wir dahin. Dann nehmen wir den Berg da hinten noch ein bisschen weg. Ist meistens in der Einflugschneise in der Mitte circa, okay? Naja, ist ja relativ mittig, ne? Also... Eigentlich, ja, kann man mit arbeiten, glaube ich. Was uns noch fehlt, ist die Parkplätze. Die Flugzeugparkplatz. Was haben wir denn da? Rooftop-Heliport? Passt da nicht hin. Asphalt-Heliport. Hangar, 50x50. Das nenne ich immer mal ein Hangar. Ja, das ist mal ein vernünftiger Hangar. Was haben wir hier? Mal 3. Ja, das ist doch mal ein Hangar. So muss das sein. Muss nur noch den Berg wegkriegen. Da haben wir einen vernünftigen Hangar. So muss das sein. Jawohl. Naja, dann machen wir ein paar bisschen Fleißarbeit. Kann sich nur um 3 Jahre handeln, weil das hier ist Granit. Man geht das auch schneller. Minimal. Also den Berg hier muss ich jetzt wegkriegen. Zumindest ein bisschen. Muss natürlich auch genau da bauen, wo so ein Granitberg ist, ne? Ganz clever von mir wieder. Ja, Terraforming, genau. So, Flughafen mit Teich. Kann man auch mal machen. Schütten wir mal wieder zu hier. So, lass mal gucken. Passt noch nicht ganz hin. Shit. Und nein, es müssen 3 sein. Es müssen 3 sein. Rennt schon wieder irgendwas. Mein Gott, ey. Scheiß Hügel. Und komm. Jetzt müsste es aber passen. Theoretisch sollte es jetzt passen. Bin ich froh, dass ich zurzeit nur im Kreativ bin. Da geht das Abbauen schneller. Ja, ich weiß. Das gibt's doch nicht. Was stört denn jetzt hier noch? Vorne das Stück da oder was? Dann kannst du nach hinten nicht, weil das dann hier stört. Jetzt hier. Da könnten wir. Da bauen wir. So.
Dann haben wir den auch. Straßenblödsinn. Geht der drauf? Nee, schade. Hätte ja klappen können. No, theoretisch sollte der dann eigentlich betriebsbereit sein, ne? Bis auf ein paar Kleinigkeiten umdekorieren etc. pp. Ist ja klar. Straßentechnisch müssen wir auch nochmal was machen. Ist auch logisch. Ja, das war klar. Und natürlich fehlt dann hier auch noch Feuerwehr und so weiter. Das ist logisch. Und natürlich hier vorne auch irgendwie etwas, dass die hier rankommen. Na. Sprich, dass sie zum Flughafen kommen. Nö, nee, anscheinend, weiß nicht, anscheinend nicht. Wir werden es ja gleich sehen. Er ist ja noch nicht fertig. Nee, braucht er nicht. Braucht er nicht. So, wenn ich jetzt wüsste, wie lang diese Startbahn ist, wäre toll. Moment. Habe ich nämlich nicht darauf geachtet. Ah, wo kann ich denn... Kann ich das jetzt nicht sehen, oder was? ...680... ...870... ...650... Nur mal, just for fun, mal gucken. Strom. Da habe ich übrigens auch wieder eine neue Mod. Die hier. Die sind neu. Einmal mit Straßenanbindung, einmal ohne Straßenanbindung. Da hätten wir alle. Mach mal so. Wie gesagt, hier muss noch irgendwie Zug oder sonst was hin. Ohne das geht's nicht. Das klappt sogar. Na. Ah, fast. Kann ich auch mit leben. So, damit haben wir den am Start. Jetzt müssen wir natürlich noch ein Gelände drumherum bauen. Und wie gesagt, hier muss irgendwie... Bus oder Tram oder Zug hin. Irgendwas muss hier hin.
Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber theoretisch würde das gehen. So, stromtechnisch können wir hier rüber gehen. Könnten wir da rangehen, dann würde der auch im Endeffekt mit einem Atomkraftwerk hängen. Na. Ich will den extra jetzt hier so ein bisschen am Rand legen. So. Der ist auch fertig. Kontrollturm, okay. Sprittechnisch müssen wir einkaufen. Jetzt müssen wir uns halt überlegen, wie wir das jetzt hier handhaben. Die Frage ist, Zug, Tram oder Bus? Oh. Boeing 747. Hui. Nicer Dicer. Mit dem Bus könnten wir hier welche abholen. So, zugtechnisch. Ist auch eine Neverending Story hier. Zugtechnisch sieht es hier schlecht aus. Bustechnisch können wir da einen hinschicken. Und wir könnten dann hier hinten eventuell noch eine Tram oder einen Zug hinschicken. Das ist die Frage. Wie machen wir das? Machen wir hier einen Bahnhof hin? Zu groß. Viel zu groß. CBS. Bushaltestelle. Bus-Railstation. Immer größer als die eigentliche Stadt. Das ist das, was ich immer so schade finde. Weißt du, wenn du solche tollen Gebäude hast, aber in der Größe von der Relatation her passt es überhaupt nicht halt. Es ist so schade. Es ist einfach schade. Der hier würde ja vielleicht nur hier hinpassen. Hier so als Endbahnhof, dann da durchgehend, hier durch, dahin. Oder halt irgendwie so, auch schräg so ransetzen, wäre vielleicht auch eine Idee. Wir vielleicht irgendwie hier versuchen, hier rüber zu kommen und dann mit einer Hochbahn dahin oder so. Eieiei, alles nicht so leicht, muss ich ehrlich sagen. So, das wäre das hier so. Das wäre in Ordnung. Hätte mal was anderes.